Moin moin, hier ist der Zap und in Fortnite Rette die Welt geht's weiter. Und zwar habe ich hier die Mission Während des Schreins. Da muss ich Teile von dem Roboter Pop finden. Ich habe schon 2 von 3. Leider sind mir ein paar Aufnahmen fehlgeschlagen. Da hätte man das sehen können. Aber mein Aufnahmeprogramm war ein bisschen zickig und hat gleich mehrere Folgen gefressen sozusagen. Die waren überhaupt nicht verwertbar. Okay, aber langer Rede, kurzer Sinn. Wir machen hier eine Reiter auf dem Blitzmission im Wald von Plänkerten und ab geht da der Peter. Hey, 3 Mitspieler, das ist gut. Dann los. Hier sind wir im Wald. So, für meine Teile von Pop muss ich dringend in die Nähe von diesem Riss kommen. Der ist aber, glaube ich, gleich hier vorne. Ne, das hier ist noch was anderes. Was ist das hier? Ups. Okay, das war irgendwie so eine neue Mini-Quest, die kannte ich noch nicht. Komm zu Papa. Aber war nicht so schwierig. Ein großes Monster und 3 kleine. Schien mir jetzt nicht so kompliziert zu sein. So, der Bus wurde scheinbar schon gefunden. Ich renne erstmal nochmal ganz schnell Richtung des Risses, um mein Pop-Bauteil zu finden. Und währenddessen nehme ich noch ein bisschen Baumaterial mit. Ich habe nämlich in dieser Folge was Besonderes vor. Und zwar, wenn meine Mitspieler mich lassen, wollte ich gern zeigen, wie man mit einer Pyramide Lars Bus besonders einfach verteidigen kann. Deswegen flitze ich jetzt mal schnell zum Riss. Da hat jemand schon gebaut. Ich glaube, das mit der Pyramide wird nichts. Das muss ich dann wann anders zeigen. Muss ich vielleicht mal eine Solo-Mission draus machen. Ich kann ja jetzt schlecht das, was der andere da gebaut hat, alles abreißen. Schien mir auch, als wenn die anderen 3 hier schon ein bisschen länger unterwegs waren und ich sozusagen nachgejoint bin. Verschwindet! Letzte Chance! Ich glaube, ich muss gleich mal Munition bauen.
funktioniert leider nicht. Hol die Munition! Das ist so ein Wirbel oder Auge oder wie immer man das nennt. Fallschirmspringer! Ja, jetzt ein Dicker war es und schon fertig. Okay, dann kommt noch ein Dicker von hinten, aber ich glaube, der gehörte gar nicht dazu. Der stand da irgendwo auf der Wiese. So, ein Quest-Item. Ah ja, noch ein Datensatz. Sturmdaten wurden auf deine Minimap übertragen. Errichte rund um den Bus Verteidigungsanlagen. Leg den Schalter um, wenn ich du bereit bist. Ich gehe mal lieber zum Bus gucken. Verteidige den Bus. Wir haben einen Bonus im Spiel. Lasst unsere Festung in Ruhe. Da ist auch noch ein Lager im Weg. Das will ich mir jetzt nicht einhandeln. Ja. Dumm. Bisschen umständlich hier, aber so geht's. Natürlich die Standard-Kistenbauweise gewählt. Ach, Mist. Ich wünschte, das könnte ich. Zweimal. Hinzufügen und zum Verteidigen des Busses bereit machen. Leg den Schalter um, wenn du bereit bist. Überprüfe deine Karte nach neuen Infos zum Sturm. Aktiviere die letzte Abschusssequenz, wenn du bereit bist. Verteidige den Bus. Geht auch sofort weiter hier. Wir haben einen Bonus im Spiel. Thank you.
Na, no, was ist denn die Dame, die da so schießt? Konstruktion hat irgendwie so richtig gar nichts. Da muss man 100% kämpfen und die Festung ist irgendwie im Endeffekt nur dazu da, die Monster einen Moment aufzuhalten. Ist auch nicht eine einzige Falle dran. Aber wenn die Leute alle mitkämpfen, geht das auch mit so einer Klamotte. Wir müssen halt nur alle vier Leute alle Kanne reinklotzen. Nur noch 30 Sekunden. Ich habe jetzt rum drauf. So, hat geklappt. Ich hoffe, die Aufnahme hat diesmal auch geklappt. Ist immer ein bisschen frustig, wenn man nicht so viel Mühe gibt und dann hat man hinterher nur eine Menge Datenmüll. Eine Level 4 Kiste. Ganze zwei wunderbare Anhänger. Das mit den Anhängern könnten Danke, sie besser dass machen. Du ihn zurückgebracht hast. Er ist wieder in einem Stück. Und jetzt müssen wir wohl nur noch warten. Ich konnte Daten von Pops letzter Stunde bergen. Hier, sie selbst. Ich spreche mit einer Blechbüchse. Aber wenn du das hörst, es gibt Gerüchte, dass Dr. Winderman in Plankerton ist. Man sagt, dass er ein geheimes Labor hat und dort an etwas Großem arbeitet. Etwas, womit die ganze Sache für uns doch noch gut verlaufen kann. Ich muss los. Wenn du den Kleinen triffst, solltest du wissen, dass er mein Leben gerettet hat. Ja, dann hat sich das ja gelohnt. Können wir Pop wieder zusammenbauen und er hat den Radiomoderator gerettet. Gibt's auch zwei Mini-Lamas für. Und wir sind Missionsspezialist in Plankerton. Da gibt's 60 V-Bucks und 100 tägliche Münzen. Bevor wir beide mit der Weltrettung begonnen haben, habe ich an Dr. Windermans Projekt zur Sturmabwehr mitgearbeitet. Ich war so eine Mischung aus Assistent, Berater und so weiter. Also unter uns, für mich klang das Projekt zur Sturmabwehr wieder blanke Wahnsinn, aber ich habe ihm vertraut. Gut, dass wir das durchgezogen haben. Mit dem Sturm hatte er recht.
Als wir in Plankerton angekommen sind, habe ich einen Teil einer Update-Datei erhalten. Ich glaube, das ist von ihm. Ich brauche den Rest der Datei. Falls Dr. Winderman das Projekt zur Heimatbasisverteidigung wieder startet, müssen wir bereit sein. So, schließe eine Baue das Radarraster-Mission ab. Ich gucke erstmal, was die beiden Lamas hier so geben. Hey, lauter graues Zeug, juhu. Und noch einmal. Ich steck voller Überraschungen. Achtung, Hüllen! Mehr graues Zeug. Na gut. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Vorschläge habt, immer rein in die Kommentare. Ich antworte so schnell ich nur kann. Wenn ihr schon mal da unter dem Video seid, drückt ruhig mal den Daumen nach oben. Das hilft mir, hilft dem Kanal und vielleicht auch euch, weil es dann noch mehr Videos gibt, die ihr schauen könnt. Ansonsten wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen und bis bald. Ciao, ciao, euer Zapp.